bleiben ja auch noch ein paar Leute stehen, wenn wir jetzt hier anfangen zu reden, denn hier soll irgendwo das Bibelmobil stehen. Das weiß natürlich keiner, wo es stehen könnte, denn es ist verhüllt. Und damit wir aber alle sehen können, es ist ein neues Bibelmobil, über das sich viel zu sagen lässt, damit wir es alle sehen können, wollen wir uns jetzt mal hier versammeln und schauen, wie wir das zu sehen bekommen. Aber um ein gescheites Bibelmobil auch wirklich zu enthüllen, muss man auch die Voraussetzung, nämlich eine gewisse Neugier auf die Bibel mitbringen. Und das ist das, worum ich nun gebeten wurde. Mein Name ist Friederike von Kirchbach. Ich bin die Pröbstin hier der Evangelischen Landeskirche und bin zurzeit die Vorsitzende des Ökumenischen Rates hier in Berlin. Und anlässlich unseres großen Festes haben wir heute auch die Enthüllung des Bibelmobils geplant. Ich bin gebeten worden, eine Andacht zu halten. So machen wir das. Wenn wir irgendwas einweihen, wird eine Andacht gehalten. Aber ich finde jetzt so 20 Minuten ordentliche Andacht ein bisschen anstrengend. Dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt mal so, wie ich es mache, wenn ich normalerweise so täglich mich mit der Bibel befasse. Und ich glaube, das werden viele von Ihnen kennen. Ich gucke in die Herrnhuter Losung. In der Herrnhuter Losung gibt es für jeden Tag zwei Bibelsprüche, einer aus dem Alten und einer aus dem Neuen Testament. Und ich schaue mal nach, was wir für heute da drin stehen haben. Vielleicht passt es ja sogar zum Bibelmobil. Da steht heute aus dem Alten Testament ein Psalmtext. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Und aus dem Neuen Testament steht ein Text aus dem Lukas-Evangelium. Jesus sprach zu Simon: Die Frau hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Das sind zwei Texte, über die man nachdenken kann. Und eigentlich sagt man, naja, in Ordnung. Also das ist jetzt ziemlich wenig. Eigentlich müsste man sich das nochmal im Ganzen anschauen. Und dazu ist es natürlich hilfreich, wenn man eine Bibel hat. Und wie man mit ihr umgehen kann, wie man mit der Bibel umgehen kann, das lernt man. An den Orten, wo das Bibelmobil steht, da kann man nämlich reingehen und sich mal erklären lassen, wie das so geht mit der Bibel. Wie gesagt, ich habe zwei Texte vorgelesen, einen aus dem Alten Testament, ein Psalm. Das Alte Testament teilen wir mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern und das Neue Testament ist unsere christliche, biblische Grundlage. Altes und Neues Testament zusammen machen die Bibel. Und die Geschichte, die ich aus dem Neuen Testament mit der Frau vorgelesen habe, die ist eigentlich viel länger. Manche kennen sie vielleicht. Es geht darum, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Das war schon vor 2000 Jahren. Und dann irgendwann erschöpft einkehrt bei einem reichen Mann, sich dahinsetzt. Und dann kommt eine Frau, die einen schlechten Ruf hat, von der man sagt, die hat viel gesündigt. Das steht in der Bibel so. Man weiß heute tatsächlich nicht ganz genau, was das nun für Sünden waren. Manche sagen, die hatte viele Männer. Andere sagten, die war reich. Also wir wissen nicht ganz genau, was mit dieser Frau und ihrer Sünde war. Aber jedenfalls kommt diese Frau rein in den Raum, in dem Jesus sich befindet. Und sie hat eine Flasche Öl dabei. Und sie wäscht Jesus die Füße. Und es war damals bestimmt genauso warm wie heute. Und man hat sich auch genauso gefühlt, wie wir uns heute fühlen. Und er wäscht sie ihm die Füße. Und Sie können sich sicher vorstellen, was für eine wunderbare Wohltat das gewesen ist. Und dann nimmt sie das Salböl, was sie dabei hat, eine ganz duftende Flüssigkeit und cremt seine Füße ein und auch sein Haupt. Und dann kommen die Jünger und sagen, ey, was machst du denn da? Das kannst du doch nicht zulassen, dass diese Frau mit dem schlechten Ruf sie so nah an dich herankommt. Und dann sagt Jesus genau das, was ich gerade gelesen habe. Ich lese es nochmal vor, damit sich das alle merken können. So steht es im Lukas-Evangelium. Jesus sprach zu Simon, das ist einer von den Jüngern, die Frau hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Also, er sagt der Frau, sind die Sünden vergeben. Und er sagt auch dem Jesus, dem Petrus in seiner Nähe, mein Lieber, das von deiner Kritik ist nicht richtig. Wenn diese Frau so zu mir kommt, dann ist sie willkommen. Und das ist auch so das, was wir heute mit diesem Stadtkirchenfest und mit der feierlichen Enthüllung des Bibelmobils wollen. Dass Menschen begreifen, was Jesus will, dass er für alle Menschen da ist. Aber ich möchte doch mal ganz gerne wissen, wie das nun ist. Es ist jetzt nicht mehr der alte Bus des Bibelmobils. Können Sie mir weiterhelfen, wie das ist mit dem Bibelmobil? Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und dass Sie Interesse zeigen an dem Bibelmobil. Mein Name ist Hans-Ulrich Itzjaschek und ich bin seit Anfang an dabei. Zum Team gehören Andrea Schmidt, Stefan Naumann und Ulrike Naumann. Und wir haben sage und schreibe 1992 in Magdeburg angefangen
und in Berlin das erste Bibelmobil umgebaut. Fotos dafür finden Sie auf diesem Tisch. Und dieses Fahrzeug, was hinter Ihnen steht, Frau von Kirchbach, das ist inzwischen das vierte Fahrzeug. Ich sehe kein Fahrzeug. Wir hatten zwei Busse aus Berlin und jetzt haben wir zwei Busse aus der Firma Neoplan. Was dahinter steckt, das werden Sie dann sicher sehen. Wir reisen in das 18. Jahr. Und eins will ich Ihnen noch sagen. Die Bibel ist das verstaubteste Buch, was es gibt. Und es ist das bekannteste Buch, was es gibt. Jeder hat es, aber die wenigsten lesen darin. Und dass sich das ändert, aus diesem Grunde sind wir unterwegs. Und ich denke, jetzt sollten wir uns endlich auch mal das Bibelmobil anschauen. Aber bevor wir das tun, lese ich noch ein kurzes Stück von dem Psalm, den ich eben nur mit einem Vers aus den Losungen vorgelesen habe. Halleluja, lobt Gott den Herrn. Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet die Wunden. Er zählt die Sterne und er nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Das steht in der Bibel, das ist ein ganz fröhliches Gebet, voller Dank. Und ich glaube, dass wir heute auch ziemlich dankbar sein können, dass das so großer Bus unterwegs ist. Wir ahnen ja schon, dass dahinter ein großes Auto steht. Ich nehme mal an, das ahnen wir schon. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns das näher anschauen. Und es ist Zeit für die Enthüllung des Bibelmobils. Gehen Sie mal rein, schauen Sie es an und laden Sie andere dazu ein. Es lohnt sich.